Herzlich willkommen zu einem weiteren Video der Serie Videos erstellen mit Videomaker FX. Ja, herzlich willkommen zu diesem Tutorial. Jetzt geht's hier einfach noch durch die Folien, wie im letzten Video versprochen, damit Sie genau sehen, was Sie auch hier bekommen und was Sie alles bearbeiten können. Sie wissen ja, ich habe es im letzten Video gesagt, dass Sie jede Folie, die Sie jetzt hier drüben als Vorschau sehen, individuell bearbeiten können. Wie Sie das tun können, haben Sie auch im letzten Video gesehen. Wenn nicht, bitte einfach in meinem YouTube-Kanal oder auf meinem Blog das vorige Tutorial anschauen, wo Sie genau sehen, wie Sie das bearbeiten können. Ich klicke mich jetzt hier einfach durch. Sehen Sie immer hier bitte hier drüben, wie dann die diverse Folie aussieht, und da bekommen Sie, denke ich, ein Bild dazu. Jetzt geht's los. Sie sehen, das ist jetzt die erste Folie, die wir genutzt haben, wo man einfach diesen Text einfügen kann. Dann geht es jetzt hier weiter. Sehen Sie hier diese zwei Überschriften oder großen Text. Dann geht es hier weiter. Soweit erkläre ich es jetzt noch, denn hier ist einiges zu sagen. Die Whiteboard-Animationen, hier sieht man immer bei der Vorschau nur kurz dieses Handzucken. Das bedeutet aber, diese Hand schreibt entweder 10 Sekunden lang, 6 Sekunden lang oder 8 Sekunden lang den Text Ihrer Wahl. Man sieht aber hinter Vorschau nur das kurze Zucken, aber Sie haben sicher in einem meiner Videos gesehen, wie diese Hand das einfach aufschreibt, und der Rest ist jetzt einfach selbsterklärend. Da klicke ich mich jetzt wieder einfach durch. Das war jetzt mal der Teil 1, dieses Durchklicken, sage ich jetzt mal, durch diese einzelnen Folien. Es sei nochmal dazu gesagt, Sie können hier überall Ihre eigenen Hintergrundbilder und Ihre eigenen Texte gestalten. Das ist zwar hier jetzt alles auf Englisch, aber hier können Sie hinschreiben, was Sie möchten. Das ist überhaupt kein Problem. Ja, im nächsten Video geht es dann weiter mit den Charakteren. Da machen wir dann weiter
Und deshalb wieder gesagt, wenn Sie jetzt überzeugt sind, dann können Sie jetzt den Videomaker FX kaufen, indem Sie einfach auf den Link unter dem Video klicken, dann kommen Sie direkt zur Originalverkaufsseite. Lassen Sie sich dieses Schnäppchen nicht entgehen, kostet noch immer zurzeit so um die 50 Euro, also ein wirkliches Schnäppchen. Und ja, klicken Sie jetzt auf den Link. Wenn Ihnen das Video gefallen hat, würde ich mich freuen, wenn Sie mir auch ein Gefällt mir hinterlassen. Gerne können Sie mir auch Ihre Fragen in den Kommentaren unter dem Video hinterlassen und abonnieren Sie vor allem meinen Kanal. Das können Sie hier irgendwo im Video mit nur einem Klick machen. Sie sehen diesen Textschnipsel. Wenn Sie da draufklicken, können Sie es gleich abonnieren. Gut, das war's zu diesem Video. Wir sehen uns dann im nächsten Tutorial, wo wir weitermachen mit diesen Charakteren. Wiedersehen.